Wir sind wieder zurück hier in Claire Grubes Rohrkeller. Ja. Gut. Was wollten wir machen? Wir wollten das Wasser in die Wastefilter reinpumpen. Und dafür brauchen wir erstmal hier Pumpen. Die Energie, der reicht übrigens gerade so aus für alle vier Pumpen. Wollte ich mal sagen. Ja, wie am besten? Am besten vielleicht mal so. Ja, so könnte man das machen. Und so vielleicht eher nicht. Alter, dieser Platz, der ist echt, oh Gott. Platzprobleme, immer wieder Platzprobleme. Das ist nicht so gut. Aber wie soll ich die Pumpe sonst hier hinstellen? Da kommt's raus, ne? Ja, da geht's raus, tralala. Ja. Das ist das Dreckwasser, das ist das Frischwasser. Frischwasser. Ja, ja. Ich überlege nur gerade, wie es am besten gerade zu lösen ist, der ganze Quatsch. Ich weiß nicht, reicht ein Rohr vielleicht? Ich überlege, ja, ich weiß nicht, ob ein Rohr wirklich ausreichen würde, um beide Pumpen mit ausreichend Wasser zu versorgen. Dann könnte es klappen. Müssen wir mal sehen. Am besten mal ausprobieren. Ich glaube, ich hatte es schon ausprobiert, aber ich habe das Ergebnis wieder vergessen. Mal wieder. Aber gut, ich kann mir nicht alles merken. So. Kommt jetzt mal hier hin und dahin und so hin. So ist das schon mal ganz gut. Ja, natürlich. So. Nun, ja. Das wollen wir noch nicht. Noch nicht. So und, ja, die Rohre müssen wir wieder außer Hand legen. Am besten aber hier irgendwo mal in die Nähe. Hier vielleicht rein. Ich hoffe, ich vergesse sie dann drin nicht. Jetzt müssen wir hier nämlich erstmal einen Durchbruch schaffen. Ja, dass da jetzt so eine Wasserkante ist, ist auch wieder nicht so schön, ne? Aber gut, das lässt sich gerade nicht anders vermeiden. Das lässt sich nicht vermeiden. Und lässt sich gerade nicht anders lösen. Das Wasser, ja, zwei Pumpen und dann wieder aufsplitten. Ich glaube, das wird nichts. Machen wir hier mal einmal ein Loch. Und dann hier nochmal ein Loch. Und dann sollte das hoffentlich auch so passen. Das wäre schön. Gut, Steine. Wo haben wir jetzt die? Weiß ich nicht. Irgendwo haben wir hier noch. Irgendwo haben wir hier noch irgendwo ein Lager, wo noch irgendwas hier drin rumscharwurstelt. Wahrscheinlich oben. Oben haben wir irgendwie. Ja, nicht diese, sondern genau diese hier. Diese suchte ich gerade. Und die packen wir einfach mal da rein. Und jetzt müssen wir wieder an den Remondis. Das Rohr wieder rausholen. Wir ziehen einfach mal das Rohr raus. Und wieder ab unter Wasser. Juppidu. Weil es so schön ist. Weil ich so wahnsinnig gerne unter Wasser arbeite. Ich auch gerade. Obwohl, Momente mal. Da könnte man doch vielleicht auch so. Dann bräuchte man vielleicht nicht unbedingt, ne? Nicht zwei Löcher machen. Jedenfalls nicht nebeneinander. Das wäre, glaube ich, auch noch einigermaßen verträglich. Und auch erträglich. Ich meine, für mich als auch für euch. So. Nein, ist falsch. So ist richtig. Ja, doch, so kann man es machen. Das könnte klappen. Das wäre schön. Ah, ich weiß nicht, ob es wirklich klappt. Wäre schön, wenn es klappt. So, wieder Rohr rausziehen aus dem alten Dreckkarren. Und dann wieder ab ins leckere Nass. So, und hier wieder raus. Andere Seite wieder rein. So kann es sein. So kann es kommen, Leute. So, das sage ich euch, so kann es kommen. So, mal gucken. Wie müssen wir jetzt am besten? Es geht rein. Hier geht's rein. Glaube ich, ne? Ja, ich glaube, das. Ja, da wo das Ventil ist, da geht's immer raus. Müssen wir mal kurz
vergleichen. Ja. Alles gut. Alles klar. Wo das Ventil ist, da geht's raus. Natürlich, wie immer. Das ist doch schön. Das ist okay. Bleib mal oben. So. Kommen wir da noch dran? Ja, da kommen wir noch dran. Das ist sehr schön. Da freue ich mich. Wenigstens ein bisschen. So, dann hier jetzt. So. Und den. Und den. Und den. Doch, das wird klappen. Das wird klappen. Ich glaube fest daran. So, ein Steckrohrsystem. Sehr, sehr praktisch, sehr zeitsparend, aber nicht sehr schön. So, jetzt geht's hier weiter. Und schon ist alles miteinander verbunden und vernetzt und ich hoffe, das klappt auch. Sehr schön. Achso, Moment, vielleicht sollte ich hier nochmal... Warum setze ich die Pumpe nicht? Warum geht da gerade nichts? Ach Mensch, weil es das falsche Rohr ist. Ach Mensch, glaubst du denn? Da musste ich mal ganz kurz husten. Gut, das ist das. Was? Ich passe hier nicht durch? Warum passe ich nicht mehr durch? Okay. Muss ich aufpassen? So. Das ist natürlich das falsche Rohr. So rum, Alter. Es ist ja. Es ist. Ja, gut. Zugunsten des Netzwerks. Warum nicht? So. Jetzt müsste es aber klappen. Da dreht sich alles, hier dreht sich alles. Da dreht sich noch nichts, weil hier noch nicht die Wasserquelle verbunden ist. Aber das könnte jetzt... Ja, jetzt funktioniert alles. Das ist schön. Ja, das ist auch wunderbar. Das geht doch. Und dann schmeißen wir auch gleich mal die Generatoren an. Und dann sollte es hoffentlich auch alles soweit funktionieren. Und wir haben nur noch 16 Rohre. Alter. Alter, voll der Rohrschach. Ich fasse es ja nicht. Rohrschach ist eigentlich was anderes. Ist eigentlich ein psychologischer Test. Aber, na gut. So, und zack und zack. Na, wollen wir mal sehen. Klappt denn's? Klappt denn? Klappt's? Klappt nicht. Warum klappt es nicht? Warum kommt da nichts durch? Da müsste eigentlich was durchkommen. Da kommt nichts raus. Warum kommt da nichts raus? Warum ist dem so? Alles dürfte, alles gut, aber hier wird nichts gepumpt. Oder ist das Wasser hier gar nicht dreckig? Na gut, für den Fall das, können wir durchaus mal so durchgehen lassen. Aber dann brauchen wir auch nur einen Generator hier, der an ist. Dann muss der nicht die ganze Zeit durchlaufen. Power Grid, weißt du. Können wir den auch erstmal abschalten. Und diesen auch. So. Dann Abwasser, alles klar. Und Abwasser ist natürlich auch klar. Wenn dann nichts durchkommt, dann denkt er, es ist nichts angeschlossen. Habe es alles wunderbar angeschlossen. Das sollte alles so funktionieren. So, dann wollen wir gleich mal nach oben. Wir wollen ja in dieser Folge noch ein bisschen was Praktisches noch machen. Damit wir auch endlich mal ein bisschen frische Luft kriegen. Das wäre so schön. Das wäre so schön. Lass mich raus. Ja, ich will hier auch an der Schmiede gerade nicht weiterbauen. Habe ich gerade keine Lust zu. Jedenfalls nicht in der Aufnahme. Das kann ich gerne zwischen den Folgen machen. Habe ich ja auch. Aber das war vorletzte. Das war die vorletzte Pause irgendwie. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. So. Moment. Einmal abmessen müssen wir. Einmal messen. Einmal Fieber messen, bitte. So, hier ist die Außenmauer. Da muss natürlich dann der... Der Tunnelrand dann sein. Alter, finde so viel Erde. So viel Erde für nichts. So. Gut, also hier... Hier so. Alles klar. Können wir da auch noch rausheben. Und ja, vielleicht hier auch noch. Das wäre, glaube ich, auch ganz sinnvoll. Das wäre wohl nicht verkehrt.
Ja, so kann man es machen. Hier kommen dann die normalen, diese Blöcke hin. Weil hier kommt dann die Außenwand hin. Ja. Ist alles ein bisschen sehr weitläufig. Und hier kommt dann nämlich die Straße dann noch mit hin. Und dann passt das, glaube ich, auch. 1, 2, 3, 3, 4, 5. Jawohl. So passt es dann. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Gut, dann holen wir erstmal die ganze Erde hier raus. Und dann haben wir vielleicht ein bisschen mehr Überblick. Das wäre schön. Oh, lecker. Lehm. Mm. Lehm. So, so. Ach, das ist eine schöne Musik. Eine wundervolle Melodie. Ich hoffe, dass die Entwickler tatsächlich auf die Idee kommen, ich bin so unruhig zu arbeiten, auf die Idee kommen, dass sie den Soundtrack auch mitverkaufen. Das wäre so grandios. Ich würde den glatt kaufen. Ich würde den glatt mitnehmen. Das wäre so geil. So, den habe ich gerade mal hingelegt, weil ich hier gerade noch ein Leben entdeckt habe. Ein Leben. So, das wird ja die Tunneldecke, glaube ich, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Vierer Durchfahrtshöhe. Das sollte eigentlich reichen. Ja, ja, das wird reichen. Das wird reichen müssen. So, das kommt auch schon mal weg. So, hier haben wir gerade keine Straßen drin. Ist ja toll. Ich habe ja wieder an alles gedacht. Nur nicht an Straßen. Gut, dann müssen wir nochmal rein. Bleib ruhig liegen, du verrückter Elch. Ja, bei wie heißt er jetzt eigentlich nochmal? Der wechselt momentan ständig den Namen. Einer der ersten Abonnenten. Und zwar dieser, ach Mensch, wie heißt er nochmal? Hans-Georg? Ich glaube, Hans-Georg war der Name. Heißt er jetzt aber nicht mehr. Der hat dasselbe Problem. Bei denen spielen die auch verrückt, die komischen Elche. Und dann, das beruhigt mich. Das ist schon mal schön zu wissen, dass ich nicht das einzige Opfer der Elche bin. Aber das macht das Ganze natürlich nicht besser. Yeah. Aber wenigstens, und da habe ich tatsächlich die Entwickler auch in der Videobeschreibung tatsächlich gelobt und loben lassen, die Viecher können keine Fahrzeuge mehr verschieben. Ich muss unbedingt die Zeiten ändern. Ich muss unbedingt die Zeit ändern. Das geht so gar nicht. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Das ist so nicht in Ordnung, weil die Tage sind extrem kurz. Und ich hätte schon ein bisschen, ganz gerne ein bisschen länger helllichten Tag. Ich meine, ich weiß, es gibt auch Konsolenbefehle dafür. Um den aber wieder rückgängig zu machen, müsste ich dann immer den Server neu starten. Ist nicht unbedingt immer sehr praktisch. Ja gut. Jedenfalls, was soll ich sagen? Weiß ich nicht mehr, habe ich vergessen. Ach ja, der Befehl dafür heißt Noon. Dann ist es immer Mittag. Night, ich glaube Night oder Midnight. Midnight ist, glaube ich. Dann ist es immer Mitternacht. Dann steht der Mond ganz oben in der Mitte. Bei Noon ist die Sonne. Und Day. Ach nee, Day. Bei Day steht sie. Wo steht sie bei Day? Weiß ich nicht mehr. Aber dann ist es auch. Dann klappt das auch. Dann wird es auch immer hell. Night klappt, glaube ich, nicht. Ach, ich weiß es gerade überhaupt nicht. Ich gebe ja Sachen von mir und ich weiß es gar nicht, ob das stimmt. Aber Noon stimmt tatsächlich und Midnight auch. Das weiß ich. So. Zack. Zack. Alter, Basalt. Der Basalt, der ist so wahnsinnig hart. Der ist so knochentrocken. Verkackter Basalt. Der einzige Ort, wo wahrscheinlich Basalt vorkommt und ich baue da auch noch. Na, super. Aber ist mir auch egal. Was soll's. Hätte ich die Erde eigentlich drin lassen können, ne? Ja, hätte ich können. Ah, dann wird's wieder ein bisschen unübersichtlich. Aber vielleicht auch nicht. So. Passt. So.
Gut, weiter. 1, 2, 3, 4 müssen wir davon nochmal rausholen. 1, 2, 3, 4. Dann haben wir hier hinten wenigstens kein Loch, wo wir ständig drin stecken bleiben. So, ein emotionales. Ja, das muss natürlich noch weg. Das muss... Oh. Eine Erde. Die eine Erde, die stört natürlich. Die hätte uns tatsächlich am Spielfortschritt gehindert. Gehindert. Alter. Weil sie sprechen jetzt manchmal so wahnsinnig schwer. Oh toll, der Soundbug ist wieder da. Klick, klick. Ah, jetzt geht's. Naja, hier haben wir doch schon Nachschub. Glaubst du es denn? Gut, da könnt ihr natürlich mit Erde auffüllen. Weil Stein ist hier ein bisschen wertvoller als Erde. Ganz besonders hier der Kalkstein und der Sandstein auch. Da habe ich ja noch was Besonderes vor, daraus zu basteln. Und ich konnte bei Nakura ja spekulieren, wie es aussieht. Der hat ja was aus Sandsteinziegel gebaut. Da war ich mal so zwischendurch. Und er weiß auch davon. Glaubst du es denn? Da oben ist gerade wieder irgendwas drauf gelandet. Und es war kein UFO. So. Zack. Natürlich. So, haben wir die auch schon mal. Natürlich. Mir alles auf den Kopf. Schad nix. Trifft keinen Falschen. So. Weil ich euch immer so quäle mit meinen Überlängen und mit meinen Vergewaltigungen meiner eigenen Muttersprache. Aber hey, ist doch schön. Ist doch schöne Vergewaltigung, oder? Doch, macht doch Spaß. So. Zack. Hier noch. So. Wo landet denn der ganze Kram hier immer? Ich wünschte, ich hätte vielleicht dann doch den anderen Skill ausgewählt. Man kann aber leider tatsächlich nur die Skills zurücksetzen. Komplett. Also alle. Nicht nur einen, alle gleich. Genauso wie man alle Skills um einen leveln kann. Statt nur einen. Also über Konsole. Ich spreche jetzt über Konsolenbefehle. Ne? Deswegen habe ich das mal nicht gemacht. Bin ich schon wieder zu hungrig? Natürlich bin ich zu hungrig. Hat diese Fresserei hier ständig beim Arbeiten. Das ist äußerst ablenkend. So. Und Lagerfeuerbraten auch noch reingedrückt. Das passt schon. Fast wie von Mulli. So, jetzt geht's weiter. Jetzt machen wir hier nochmal ein bisschen mehr Tunnel fertig. Ja, ich weiß, ich könnte auch einfach geradeaus zubauen, damit wir schon mal ein bisschen Licht am Ende des Tunnels sind. Aber bedenkt bitte, es könnte auch ein D-Zug sein. So. Ach ja, so langsam fühle ich mich wieder wie der ersten Staffel. Das ist schön. Jetzt fühle ich mich fast wieder zu Hause, wenn ich nicht auch wüsste, dass uns noch einige Werkbänke fehlen. Oh. Und davor habe ich ein bisschen Respekt. Ein bisschen sehr viel Respekt habe ich davor. Wenn ich bedenke, wie teuer dieser Rennofen dann doch beim Brennen war. Alter, das geht ja mal gar nicht. Aber der Hochofen, der ist eigentlich schon relativ preiswert. Ne? Also der ist ganz gut zu haben. Der ist ganz billiger. Also nicht nur in der Fertigung, sondern auch so im Allgemeinen ist er eigentlich recht genügsam. Muss ich sagen. Muss man ganz ehrlich zugeben. So. Vielleicht sollte ich den... Ernsthaft? Bist du jetzt an meinem VLP hängen geblieben oder was? Ich glaub's ja nicht. Ah, so ein schönes Licht. Ich wünschte, man könnte den auch anlassen, aber es geht leider nicht. Leider nicht. So. 55. Das ist okay. So. Ich habe ihm gerade nur hier die... Ernsthaft? Weil sonst schwächelt er aus allen möglichen Öffnungen seines Körpers. Und dann... Und jetzt auf einmal. Jetzt macht er hier einen auf Arnold Schwarzenegger. Ich habe doch nur noch mal drauf gehalten. Ist mir aus der Hand gefallen.
Ja, doch, ja, doch, ja, dieser Mann. Ja, schön, dass das alles oben drauf landet. Wo wir überhaupt gar nicht hinkommen, jetzt gerade im Augenblick. So. So. Natürlich. Gut. Naja, wir sind ja auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Komm, dann machen wir auch nochmal den kurzen Umweg hier nach oben. Mal gucken, wie viel da jetzt rumliegt. Bestimmt eine ganze Menge. Was? Kaktus. Okay. Warum liegt hier jetzt ein Kaktus? Weiß ich nicht. Ich frage auch lieber nicht. Neun. Ist mich verarscht. Hier lang. Neun Kalksteine. Ernsthaft? Okay, liegt hier noch irgendwo einer? Ich sehe es nämlich nicht. Das kontrolliere ich dann später. Ach hier, schön. Die Tomaten und der Mais breiten sich aus. Der Weizen hier nicht so sehr. Das ist nämlich kein Weizen, das ist einfach nur irgendein Gras. Aber schön, wir bauen auch unser eigenes Gras an. Nachwachsende Rohstoffe, ein Träumchen. Gut, ich sag erstmal bis zur nächsten Folge. Und dann machen wir hier noch ein bisschen weiter. Und ja, es wäre schön, wenn wir langsam den Durchbruch zur Wüste tatsächlich hätten. Das wäre wundervoll. Die Einfahrt wird dann wieder mit Erde zugekippt. Das wird, nein, nicht zugekippt, sondern verkleidet, dass sie nicht so auffällig ist. Nein, sie wird so oder so auffallen. Von daher, naja, müssen wir mal gucken. Vielleicht können wir es auch ein bisschen angleichen, dass vielleicht die Einfahrt ein bisschen später erst anfängt. Das können wir auch. Müssen wir mal sehen. Dann kann das nämlich auch so ein bisschen natürlich hier bleiben. Das können wir machen. Doch, das können wir machen, dass sie vielleicht erst hier oder hier oder hier anfängt. Hier ist noch Eisen. Anfängt und dann, ja komm, das passt dann schon. Das können wir, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und warum ist hier noch so viel Einzelnes drin? Warum? Naja, gut, also bis zur nächsten Folge und gehabt euch wohl hier mit der großen Klärgrube. Tschüss.